Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, das du für heute bereitet hast für uns, für unsere offenen Herzen, die auf Empfang sind, unser Leben, das du uns geschenkt hast, das verändert wird. Ja, wir danken dir für deine Salbung. Wir preisen deinen Namen, Herr. Wir danken dir für das Große, das du geplant hast, wo wir mittendrin sind. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Es ist schon lange her, dass ich es auf dem Herzen hatte, mal eine ganze Botschaft über Finanzen zu predigen. Und irgendwie habe ich einfach gewartet, weil es war nicht der richtige Moment. Und jetzt habe ich, ja, ich wusste, es kommt. Und jetzt habe ich dann auch eben eine Botschaft von Pastor Prince gehört und eine von Pastor Erich. Und das hat mich sehr ermutigt, genau in diese Richtung eben zu gehen, die ich auf dem Herzen hatte, so dass ihr seht, dass ich da nicht irgendetwas zusammenpredige, was mir gerade passt oder schon gerade gar nicht, weil ich es für nötig hielte. Ihr seid eine gebende Gemeinde und wir sind sehr gesegnet. Und niemals sollte so eine Botschaft einfach, weil Mangel ist in der Gemeinde und jetzt muss man so richtig unterführen. Das erzeugt Druck und das ist leider viel geschehen im Leib Christi, dass die Leute sich gezwungen fühlen zu geben. Auch was das Thema Zehnten anbelangt, ist viel Missverständnis da. Und, aber wir werden jetzt einfach heute mutig darüber sprechen. Und zwar um euch zu bestätigen, weil ihr die Geber. Und es ist eine Botschaft, die für jedes Alter, wir sollen auch die Kinder lehren diesbezüglich, dass ein Teil dem Herrn gehört. Wenn unsere Finanzen gesegnet sein sollen, gehört der erste Teil dem Herrn. So sagt es einfach die Schrift. Und ja, wir wollen jetzt mal einfach beginnen. Seid ihr bereit, in den Zug einzusteigen? Ja, ihr werdet wirklich sehr Freude haben. Es geht um den Segen Abrahams, der uns verheißen wurde. Und das ist sehr spannend, weil Abraham war sehr reich, sehr gesund. Er war fruchtbar bis ins hohe Alter. Er war bewahrt von Gott, er war Freund Gottes. Amen. Amen. Glory to Jesus. Halleluja. Wir haben schon einige Sonntage jetzt, und das war auch vom Herrn geführt. Entschuldigung. Eigentlich ging es über Endzeit. Wir haben über Entrückung gesprochen und die letzte Botschaft war auch über, über Rahab und das Blut und wie Gott uns da auch in dieser Zeit, wo es eben immer dunkler wird in der Welt, bewahren will. Aber weißt du, er will auch unsere Finanzen bewahren. Weißt du, wie schnell man Geld verlieren kann? Wuff. Und es ist weg. Gott will unsere Finanzen bewahren und er hat ein System. Gott hat einen Plan, unsere Finanzen eben zu bewahren. Halleluja. Amen. Weil alles gehört eigentlich ihm. Die Ressourcen dieser Welt gehören ihm. Wir lesen einen Vers im 1. Mose 15, Vers 1. Es heißt hier, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Eigentlich heißt es in der Offenbarung. Es war die Offenbarung. Im Urtext heißt es eigentlich, an Abraham in der Offenbarung erging,
Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild, ich bewahre dich und ich bin Sakkar für dich. Sakkar ist Belohnung, Sakkar ist Salär, Sakkar ist Lohn. Wie es heißt, wirklich bin dein sehr großer Lohn. Gott will unser Schutz und unser sehr großer Lohn sein. Das ist eine Verheißung, die der Herr ihm gemacht hat, nach diesen Begebenheiten, heißt es. Wir werden gleich nachher ins Kapitel 14 gehen und schauen, was diese Begebenheiten sind, weil das so formuliert ist, was Abraham eben damit ausgelöst hat im Kapitel 14. Aber wir wissen, dass der Segen Abrahams zu uns gekommen ist. Und zwar steht es in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Es Segen Abrahams. Wir wollen dem ein bisschen nachgehen, was es wirklich heißt, der Segen Abrahams. Meine, wir wissen es, es beinhaltet unser ganzes Leben, dass wir zu Hause gesegnet sind, dass wir auf der Straße gesegnet sind, im Urlaub gesegnet sind, am Arbeitsplatz gesegnet sind, dass Gott die Himmelsfenster offen hat, dass er uns so viel Segen auf uns herabschütten will, dass wir es gar nicht aufhalten können. Weil Mose hat dann später, Mose lebte etwa 400 Jahre später, kam das Gesetz, als Gott das noch einmal genau formuliert hat, was das alles beinhaltet. Der Segen Abrahams. Wir befinden uns jetzt bei Abraham 400 Jahre vor dem Gesetz. Okay? Es hat nichts mit dem Gesetz zu tun, was wir lehren, aber Christus hat uns von diesem Fluch losgekauft, der eben durchs Gesetz kam, damals. Und wir sind gesegnet in Christus, in Christus. Halleluja. Wir gehen zu 1. Mose 14, zu dem Kapitel vorher. Und zwar ist das so, Abraham war verwickelt in einer Schlacht, das heißt, er ging absichtlich, weil sein Neffe Lot wurde abtransportiert von Sodom und Gomorra mit seiner ganzen Habe und seinen Angehörigen, wurde gekidnappt von diesen vielen Königen. Da kam es zur Schlacht, aber als Abraham das gehört hat, ging er in die Schlacht und hat Könige besiegt mit viel weniger Leuten. Sein Haushalt hatte natürlich ein paar hundert Leute. Er war sehr reich, er hatte Bedienstete, Knechte und Mägde. Er ging hin und hat Lot befreit und kam mit einer riesigen Kriegsbeute nach Hause. Auch Lot hat er befreit und hat natürlich happy, jetzt wieder befreit zu sein. Die hatten ihn echt gekidnappt, die ganze Familie. Aber jetzt ist es da. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Chedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh. Das ist das Königstal. Der König von Sodom geht ihm entgegen. Sodom ist immer ein Bild von der Welt, von Sünde, von Welt. Okay, Sodom und Gomorra, das kannst du so dir merken. Aber eben, der ist jetzt schon da. Wir schauen weiter. Nächster Vers. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Mal bis nur Vers 18. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Und Salem, ein König von Salem, Jerusalem, das ist Friede,
das gleiche Wort, Schalem. König der Gerechtigkeit von König des Friedens, so heißt es. Und wir wissen, der Melchisedek ist Jesus Christus in einer Vorerscheinung, in einer Präinkarnation, sagt man denn, bevor er Fleisch wurde. Prä heißt vor und Inkarnation heißt Fleischwerdung. Also kann das Jesus, kann er erscheinen, wie er dann damals, als er Fleisch wurde, war, aber einfach verherrlicht im göttlichen Zustand, Christus, vorab erscheinen. Es gibt einige Begebenheiten im Alten Testament, wo das der Fall war, wo Christus auf die Szene kam. Der lebendige Christus. Weil Jesus ist wohl in Nazareth oder besser gesagt in Bethlehem geboren, aber er war vorher schon bei Gott. Er wurde Mensch, er wurde Fleisch. Da war er noch nicht Fleisch, aber es war Präinkarnation nennt man das. Also eine Vorerscheinung Christi. Melchisedek ist Jesus. In dieser Erscheinung. Eindeutig. Wir sehen das bestätigt nachher, wenn wir in Hebräer 7 schauen. Dort steht das ganz genau. Also Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein. Das ist unser Jesus. Gerade heute Morgen haben wir Brot und Wein genommen. Er kommt immer mit Brot und Wein. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Weißt du, dass Jesus Christus im Moment im Amt des Hohepriesters steht? Er war Prophet, als er auf der Erde diente. Er wird einmal König der Könige sein. Aber im Moment ist er Hohepriester. Ein Hohepriester betet für uns im Himmel. Das steht auch in der Bibel im Neuen Testament. Er ist ständig am Beten für uns. Ist das nicht gewaltig? Werden seine Gebete erhört? Ich denke schon. Ich denke schon. Halleluja! Hohepriester. Er hat das Amt des Hohepriesters im Moment im Himmel. Aber hier, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete Abraham und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Jesus kommt, bringt Brot und Wein und segnet. Segnet. Zuerst. Und dann geschieht es. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Seht ihr den Ablauf, wie Gott es auch heute noch genau tut? Er kommt, er segnet und das, was wir ihm geben, sprich den zehnten Teil, ist eine Erwiderung. Nie eine Initiierung, dass wir etwas auslösen, weil unsere Fenster des Himmels sind bereits offen. Das glaube ich. Amen. Sie sind offen. Und aus Dankbarkeit und Anerkennung geben wir, weil wir eine Offenbarung haben über die Güte, über den Segen. Das ist völlig anders als nachher unter dem Gesetz. Unter dem Gesetz musste es Gott ein Gesetz machen. Ihr müsst den Zehnten geben. Unter dem Gesetz war eine andere Ordnung, ein anderes Zeitalter. Und Menschen mussten gerechte Handlungen vollbringen, damit sie gesegnet wurden.
Und sie wurden verflucht, oder waren schon verflucht, einfach von, ja, weil sie es nicht gemacht haben, waren sie nicht mehr unter dem Segen. Unter dem Gesetz. Sind wir immer noch unter dem Gesetz? Hat das Gesetz jemals für uns gegolten? Never. Es war nicht einmal nie für uns, weil Gott hat ja gesagt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme. Wer war früher ein Heide? Wir alle? Wir waren nie Juden, wir waren auch nicht Gemeinde, wir sind Gemeinde geworden im Moment der Bekehrung. Wir sind gesegnet mit dem Segen Abrahams wegen Jesus Christus, dass der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus. Aber Melchisedek, er ist Jesus, er kommt mit Brot und Wein, er sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Brot, also das Abendmahl, das ist das Abendmahl und wir wissen, was das Abendmahl bedeutet. Amen. Wir wissen es. Wir nehmen es im Glauben jedes Mal. Wir nehmen es nicht nur gemeinsam, wir nehmen es auch zu Hause. Och, das ist so ein Segen auf dem Abendmahl. Auch das ist kein Gesetz, man muss es nicht nehmen, aber es ist schön, es zu nehmen und sich daran zu erinnern und zu danken für Gesundheit. Er kommt mit Brot und Wein und er segnet. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Und diese Offenbarung, diese aus anerkennendem Herzen geben wir den Zehnten. Und nicht aus einem anderen Grund. Wir sprechen jetzt heute nur vom Zehnten. Es gibt natürlich eben auch Opfer, es gibt Almosen, wenn wir jetzt eine Sammlung machen für arme Menschen. Wenn du mal einen armen Mann siehst am Straßenrand, verschließe dein Herz nicht, gib ihm. Sag, komm, wir gehen in die Migros, dann kauf sie ihm eine Tasche voll ein und gib sie mit. Das gehört sich auch. Das ist auch, Armendienst ist ein wichtiger Dienst. Wir sehen das auch in der Schrift. Ich meine, Jesus hatte einen Schatzmeister, der hieß Judas. Und das war ganz natürlich, dass sie Geld gaben. Judas entschied selber, Jesus hat nicht so genau geschaut, was er gibt. Er wusste nur, er ist auch ein Dieb, er nimmt selber noch für sich. Das ist ein anderes Thema, aber er war trotzdem im Team von Jesus. Leider hat er das nie korrigiert, meine Judas. Und das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Er hätte immer wieder Gelegenheit gehabt, es zu. Aber Jesus hatte einen Schatzmeister und das heißt, er ging regelmäßig, Judas ging regelmäßig für die Armen Geld geben. Das ist wichtig. Amen. Amen. Oder eben Opfer, ein spezielles Opfer. Aber wir sprechen jetzt einfach hier nur vom Zehnten, okay? Weil das ist, ihr werdet gleich sehen. Zehnte. Er gab ihm den Zehnten aus freiem Herzen und aus Dankbarkeit. Amen. Und jetzt im Vers 21, und der König von Sodom, jetzt kommt wieder dieser König von Sodom, sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Wir sprechen hier von Kriegsbeute. Er hat enorm viel Kriegsbeute oder das machte man so, man beraubte den Feind, man nahm alles. Man metzelte zum Teil die Leute nieder und man nahm die ganze Habe. Abraham wurde sehr reich, auch durch diese Situation. Also er hatte sehr viel Kriegsbeute, der König von Sodom funkt schon dazwischen. Funkt schon wieder dazwischen und sagt zu Abraham, gib mir die Seelen. Und die Habe kannst du haben. Alles Kriegsbeute kannst du, aber ich will nur die Leute zurück. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schurimen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Cool. Abraham hat es nicht nötig, oder? Er gab ihm das alles. Er wollte sicherstellen, ich gehöre dem Herrn und du bist nicht mein Reichtum. Du bist nicht mein Versorger, König von Sodom.
König der Welt, König der Sünde. Du bist nicht mein Versorger. Das hat Abraham hier einfach richtig gestellt. Also Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit, der König von Salem, König des Friedens. Nicht zu verwechseln mit diesem König von Sodom. Das wissen wir. Okay. Jetzt denkst du, ja, das ist sehr, sehr weit hergeholt. Das ist ja vor so langer Zeit geschehen. Schau mal, was es heißt im Römer 15. Römer 15, Vers 4. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Halleluja! Die selige Hoffnung, die glückselige Hoffnung. Wenn das Neue Testament von dieser Hoffnung, dieser speziellen Hoffnung spricht, meint es die Entrückung. Die glückselige, die gesegnete Hoffnung. Wir halten durch. Amen. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Es ist für uns geschrieben. Halleluja. Halleluja. Wir gehen zu Hebräer, Kapitel 6. Und hier spricht es eben von diesem Melchisedek, vom Dienst des Hohepriesters von Jesus, den Dienst, den er jetzt innehat. Wohin auch Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, er spricht hier vom Himmel, er ist eingegangen in den Himmel, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Nach der Weise. Und dann geht es über direkt ins Kapitel 7, es gibt ja eigentlich im Urtext keine Unterteilungen. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Seht ihr? Ist das gut? War das genau richtig? Was wir gesagt haben bis jetzt, das Wort sagt es haargenau so. Amen. Wir sind jetzt im Hebräerbrief, wir sind im Neuen Testament. Das Gesetz ist vergangen, es ist erfüllt durch Jesus. Jetzt spricht es von dieser Begebenheit, weil wir Kinder Abrahams sind und nicht Kinder von Mose. Wir sind Kinder. Abraham lebte unter einem Bund der Gnade. 400 Jahre bevor das Gesetz kam. Bevor Mose geboren wurde. Bevor all die Könige, das ganze Priestertum damals, die großen Namen wie David und Salomo und all die Könige Israels und von Juda. Das war 400 Jahre vorher, wo die Schrift jetzt zurückblickt. Und jetzt erklärt es hier im Hebräer 7, 1 und weiter sehen wir, dieser König von Salem, also Melchisedek, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Tönt das nach Jesus? Und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Nachher beginnt es im Hebräerbrief über den levitischen Dienst, das heißt der Priesterdienst damals zu sprechen, wo daneben Gott den Zehnten, die Gabe des Zehnten als Gesetz gemacht hat, damit die Leute gesegnet würden.
weil dort lief alles anders. Wir wissen ja, weshalb das Gesetz gekommen ist. Und es war eines der Gebote, dass sie den Zehnten geben müssen. Und dort spricht es im Hebräerbrief weiter, wir wollen diesen Teil gar nicht anschauen, dass wir das eben nicht verwechseln. Dort hat Gott es zum Gesetz gemacht, zum Gebot gemacht, aber nicht für uns. Wir geben es als freiwillig, als Anerkennung. Wir geben es als Erwiderung. Nicht damit wir jetzt auslösen, die Himmelsfenster gehen auf und jetzt werden wir gesegnet. Vergiss nicht, Gott segnet uns zuerst. Amen. Das ist eine ganz große Offenbarung. Gott segnet uns. Er liebt uns. Er liebt uns total und segnet uns. Glory to Jesus. Aber was hat denn Abraham eigentlich dort gemacht? Wieso kam er auf die Idee? Was war der Grund? Vielleicht macht er, ich glaube, er macht es gar nicht wirklich bewusst. Er hat einfach gedankt für den Segen. Nicht mit einer Absicht, aber es war eine ganz wichtige Handlung. Ich meine, ich muss vorstellen, Gott begegnet ihm. Weil Abraham hat Jesus einige Male gesehen. Der Herr ging auch vorbei bei ihm dort, bei der Eiche Mamre, wo er wohnte, wo man runterschaut nach Sodom und Gomorra. Und Jesus ging, der Herr ging mit Engeln bei ihm vorbei, mit großen Engeln. Und hat gesagt, ich will mit dir sprechen, Abraham. Ich gehe nach Sodom und Gomorra und wir werden diese Stadt zerstören. Soll ich das verheimlichen vor meinem Freund, meinem Bundespartner? Abraham hatte einen Bund mit Gott. Und Abraham begann zu rechten mit Gott und hat ihm gesagt, würdest du diese Stadt zerstören, wenn 50 Gerechte dort drin sind? Und Gott sagt, nein, wenn 50 Gerechte dort, würde ich es nicht zerstören. Und Abraham ging weiter und weiter im Gebet, das heißt rechten mit Gott. Gott liebt das eigentlich. Wir sagen, Herr, steht doch geschrieben, dass du uns liebst und dass du uns segnest. Rechten muss nicht verkehrt sein. Rechten heißt eigentlich mit Gott ja, austauschen, kommunizieren. Und dann sagte er, ja, und wenn 40 Gerechte drin wären, würde sie so auch immer noch zerstören? Nein, ich würde sie nicht zerstören. Und dann, wenn 30, wenn 20, wenn 10, nein, ich würde sie nicht zerstören. Aber leider hat Abraham nicht weitergemacht, weil es waren eben nicht 10. Aber Gott zerstörte Sodom und Gomorra. Die Engel zerstörten Sodom und Gomorra. Aber er führte Lot heraus zuerst. Denn steht sogar den gerechten Lot, obwohl er sehr ungerecht war, spricht Gott vom gerechten Lot im Neuen Testament. Das ist eine andere Offenbarung. Aber der Herr hatte so eine Beziehung mit Abraham, dass Abraham anerkannte diesen Segen oder er dankte einfach, er erwiderte. Das ist so kostbar und so groß. Man könnte denken, ja, das weiß ich, habe auch schon gehört. Überleg dir mal, niemand hatte Abraham gesagt, gib den Zehnten. Weil er gesegnet wurde, weil er wusste, das ist Gott, hat er es getan. Halleluja! Glory to Jesus! Aber was ist geschehen, als er den Zehnten gab?
Gott oder Jesus spricht vom Mammon dieser Welt. Auch schon gehört. Mammon ist das Finanzsystem von dieser Welt. Und wir wissen, dass die Erde damals verflucht wurde durch den Sündenfall. Jesus hat damals, oder Gott im Garten, hat nicht gesagt, ich verfluche dich. Er hat gesagt, du bist verflucht. Das ist anders. Wenn Gott weggeht, ist etwas verflucht. Ist etwas ungerecht. Darum spricht die Bibel vom ungerechten Mammon. Der Mammon ist ungerecht, weil der Mammon kommt von dieser Erde. Alles Öl, alles Erz, alles Gold, alle Münzen werden schlussendlich vom Metall gemacht. Papiergeld ist vom Baum. Alles, das ganze Finanzsystem, alle Ressourcen und Finanzen sind von einer verfluchten Erde. Und darum spricht die Bibel vom ungerechten Mammon. Wir gehen zu Lukas 16, Vers 11. Der ungerechte Mammon. Gott sagt auch, mach Freunde mit dem ungerechten Mammon. Du kannst ihn schon brauchen. Aber ist niemals unser Gott. Amen. Wir brauchen die Finanzen, um Freunde zu machen für den Himmel. Mach Freunde mit dem ungerechten Mammon. Aber hier, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Das Wahre sind immer die himmlischen Schätze. Freude, Erlösung, Gegenwart Gottes, die Liebe ist doch viel höher als der Mammon. Amen. Weißt du, Mammon kann total ein Fallstrick sein, das wissen wir. Das heißt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Bösen. Geld ist gut zu haben und Gott, wir wissen, dass Gott will uns reich machen. Aber wenn unser Herz am Geld hängt und das Wichtigste ist und wir immer so zusammenscharren, dann stimmt es nicht. Dann lieben wir das Geld und wir sollen das Geld nicht lieben. Wir haben Geld, wir sind dankbar fürs Geld, wir wollen sogar Vermehrung, dass wir mehr geben können. Gott hat nichts dagegen, wenn unser Herz am richtigen Ort ist. Denn wo dein Herz ist, da wird dein Schatz sein. Nein, wo dein Schatz ist, jetzt sage ich es noch falsch, das kommen wir noch dazu. Weil man kann es eben auch umdrehen. Ich warte noch mit dem. Aber siehst du, ungerecht, weil von einer verfluchten Erde. Deswegen sagt Jesus, der Mammon ist ungerecht. Wenn wir den Zehnten geben, und Abraham hat den Zehnten gegeben, heiligen wir das ganze Geld, das wir haben. Zehn repräsentiert diesen wichtigen Teil für Gott. Etwas heiligt die Kriegsbeute. Abraham heiligt die Kriegsbeute. Heiligen im Wort heißt nicht, jetzt wird etwas verwandelt, oder Hokus Pokus. Heiligen heißt für Gott absondern. Und wenn wir diesen Teil für Gott absondern, ist der ganze Teil gesegnet. Zehn repräsentiert alles. Die zehn Gebote repräsentieren die 613 Gebote. Zehn repräsentieren alle Gebote. Wenn du eines von diesen zehn brichst, eines ist auch ein Zehntel von zehn. Ja? Wenn du eines brichst, hast du alle gebrochen. Ein Teil, dieser eine Teil repräsentiert das Ganze. Wenn du dein Geld sicherstellen willst in dieser schlimmen Zeit, in dieser, wo plötzlich alles verloren ist, aber nicht bei uns. Nicht bei uns, wenn wir den einen Teil, den zehnten Teil, dann heiligen wir den ganzen Teil. Halleluja!
Halleluja! Weißt du, Zehnten gibt man durch diese Offenbarung. Durch die Offenbarung, dass wir geliebt sind, gesegnet sind. Auch wenn wir, ich sage es so, wenn wir keine Offenbarung haben über den Zehnten, dann gib den Zehnten nicht. Nur aus einem Gesetz heraus, nur ich sollte oder ich, da ist viel Unheil geschehen in der Christenheit. Und es soll niemals ein Gesetz sein, es soll eine Freude sein, es soll bewusst sein. Halleluja! Halleluja! Wir heiligen das den ungerechten Mammon, der nun mal einfach so ist, weil wir hier in dieser Welt wohnen. Alles ist ungerecht geworden durch den Sündenfall. Die ganzen Ressourcen, die ganze Erde ist unter diesem Fluch. Wir heiligen es. Wenn wir 10% geben, heiligen wir den Rest, den ganzen Teil. Wir lesen das auch. Jesus sagt sogar, Gott sagt, ich werde den Fresser schelten. Bringe den Zehnten ganz ins Korn. Ich will den Fresser schelten. Oder es gibt Menschen, die haben viel Unglück, auch Christen. Da ist immer etwas geht kaputt. Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt. Irgendwie ist immer etwas Negatives los. Und es ist wie der Fresser. Gott sagt aber in Maleachi, das war unter dem Gesetz, wir müssen dort richtig verstehen, ich will, Gott sagt, ich persönlich will den Fresser schelten. Nein. Halleluja, gell, Oli? Glory. Römer 11, Vers 16. Im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht. Alles ist geweiht. Das noch vom Korn dieser Erde gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Wenn wir diesen einen Teil geben, ist alles geweiht. Seht ihr das? Seht ihr das? Halleluja! Ich weiß, wir, die wir schon lange das tun, wir haben das erlebt, dass es funktioniert. Wir erleben es. Für mich ist gar keine Frage. Ich weiß einfach, dieser Teil gehört dem Herrn. Und es gab wirklich Zeiten, wo wir eigentlich knapp waren. Und weißt du, was wir waren? Nie. Es hat immer gereicht. Weil alles geheiligt ist. Dann. Es braucht diese Offenbarung. Also, wir lesen 1. Mose 15,1 noch einmal. Das ist der erste Vers nach diesen Begebenheiten. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in der Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Nach diesen Begebenheiten, wo das geschehen ist, die Begegnung mit dem präinkarnierten Jesus Christus, der ihn gesegnet hat, nach diesem Begebenen. Ich bin dein Schild, das heißt Schutz und ein sehr großer Lohn. Jesus ist unser Schild und unser sehr großer Lohn. Halleluja! Wir schauen noch eine Geschichte an von zwei Hohepriestern. Zwei totale Gegensätze. Den einen haben wir kennengelernt. Er kommt mit Brot und Wein und segnet uns. Und weißt du was? Das ist so cool. Er empfängt den Zehnten. Melchisedek. Er empfängt ihn. Er sagt nicht, oh nein, das brauche ich jetzt wirklich nicht, ich bin doch im Himmel. Wir sehen dann am Schluss noch,
noch einmal im Hebräer, wie Jesus Christus im Himmel jetzt den Zehnten empfängt. Das heißt, hier zwar nehmen sterbliche Menschen, aber dort einer, von dem steht, er lebt. Das ist die Offenbarung. Das ist so gewaltig, dass Jesus heute noch im Himmel den Zehnten empfängt. Der eigentlich da auf der Erde geschieht das, in den Gemeinden, weil der Zehnte gehört in die Gemeinde. Ohne Zehnten können Gemeinden nicht funktionieren, weil da gibt es Löhne zu bezahlen und wir wollen ja auch wachsen. Also das heißt, sobald man jemanden anstellt, das sind die Leviten in dem Sinn, das sind die Dienste, die auch bezahlt werden mit genau diesem Geld. Halleluja! Um zu blühen und zu wachsen. Amen. Halleluja. Also wir sehen hier noch einen ganz anderen Hohepriester und der war zur Zeit des Gesetzes. Wir lesen jetzt im Nehemia. Nehemia war ein Diener Gottes, sage ich jetzt mal, ein Diener Gottes. Der wurde auch deportiert nach Babel. Weg von Jerusalem, als Nebukadnezar kam und all die Könige kamen, zerstreut wurden und gefangen genommen, ins Asyl kamen und so weiter. Nehemia war Mundschenk beim König dort von Babel. Und er hatte gehört, wie schrecklich es in Jerusalem ihm zur Zeit ausschaute, weil einige sind noch dort geblieben und Kunde kam zu ihm und es hieß, alles ist verwüstet, die Stadtmauer ist niedergerissen, nichts ist aufgebaut und Nehemia war Mundschenk beim König und er war sehr traurig. So dass der König ihn fragte, hey, was ist los? Wieso bist du so traurig? Und er hat dann dem König erzählt, was los ist in Jerusalem und bat um die Erlaubnis, dass er auch nach Jerusalem dürfe gehen, um die Mauer wieder aufzubauen. Und Gott sei Dank hat dieser heidnische König gesagt, ja, ist alles in Ordnung, geh du. Und komm aber dann wieder, ist doch cool, das ist echt ein Instrument Gottes, dieser heidnische König. Er ging dann. Aber jetzt war es so, jetzt muss ich nicht vorgreifen, wir lesen nur einen Satz und nachher, nein, nicht einmal einen Satz, sondern das haben wir. Nur Nehemia 13, genau. Du musst das selber zu Hause lesen, bitte schön. Das wäre wirklich toll. Ich lese es dir jetzt vor, weil es war einfach zu viel, noch das da hineinzuschreiben. Hört einmal zu. Dieser Hohepriester, der dort im Amt war in Jerusalem zu dieser Zeit, hieß Eliashib. Eliashib, sag mal Eliashib, dann ist auch etwas zu tun, der kann es auch ein bisschen predigen. Eliashib, Amen. Vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speiseopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem, sagt Nehemia. Er hört jetzt von dem. Denn im 32. Jahr Artasastas des Königs von Babel war ich zum König zurückgegangen, aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Eliashib dem Tobias zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Also dieser Tobias war ein Verwandter von diesem Priester Eliashib. Und der Eliashib hat gedacht, ja, das ist eine gute Idee, wir entfernen alle Zehnten, alles Korn, alle Most, alle Geräte, damit du da eine große Wohnung hast.
Vetterliswirtschaft heißt das. Und Nehemia war dermaßen betrübt über das, was geschehen ist. Dies missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl, die Kammern zu reinigen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Also es war verwahrlost, das Haus Gottes konnte gar nicht mehr funktionieren, weil die Leute nicht mehr bezahlt werden konnten. Der dumme hohe Priester, der Eliashib, hat einfach die Vorratskammer eliminiert und diesem blöden Tobias, eine Wohnung gebaut, ein Loft. Es muss eine große Wohnung gewesen sein, eine große Vorratskammer. Hey, das geht nicht, wenn wir den Zehnten vom Haus Gottes entfernen, können wir Gemeinden schließen. Gemeinden funktionieren jetzt rein natürlich gesehen durch den Zehnten der Gläubigen, freiwillig, weil sie gesegnet sind, also richtig verstanden. Aber das missfällt dem Herrn sehr, weil Gott hat es so gewollt. Darum hat er es als Gesetz dann gemacht, während der Zeit des Gesetzes. Und hier sprechen wir von der Zeit des Gesetzes, wo Nehemia, er war damals Prophet während dieser Zeit. Amen. Es war Gesetz. Und er hat einfach eine gute Idee, nehmen wir alles weg und machen eine Wohnung, so quasi ein Liebesdienst. Pfeif auf den Liebesdienst, der Herr kommt zuerst. Amen. Amen. Also der Nehemia hat sich sehr aufgeregt und hat wirklich den Tobias weggejagt und alles wieder in diese Vorratskammer hineingetan. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammer. Da funktioniert es wieder. Ich finde das cool. Also wenn wir aus dem Haus, wenn wir den Zehnten aus dem Haus Gottes nehmen, ist das ein großer, großer Fehler. Hm? Amen. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein, so heißt es. Wo dein Schatz ist, also was wir als Schatz erachten, wo Schatz, ja, wir müssen einen Schatz am richtigen Ort haben. Amen. Wisst ihr, es geht eigentlich um die Perspektive des Hohepriesters und nicht so sehr ist es Altes oder Neues Testament. Wir wissen, es steht in beiden, aber wir sind nicht unter dem Gesetz. Es ist wir sind unter der Gnade. Unter der Gnade geben wir freiwillig. Geben wir als Anerkennung. Es ist Gott so kostbar, wenn er sieht, dass die Gemeinden keinen Mangel haben. Es gibt Gemeinden, die Mangel haben, die nicht einmal mehr über den Zehnten sprechen, aber die wahrscheinlich eben auch viele Fehler gemacht haben diesbezüglich, wo eben Druck gekommen ist. Das ist niemals die Meinung. Das ist falsch verstanden. Es ist freiwillig, absolut freiwillig. Aber du tust dir Gutes trotzdem, wenn du hilfst. Amen. Amen. Halleluja. Unser Hohepriester empfängt den Zehnten. Und jetzt lesen wir zum Abschluss Hebräer 7, Vers 8. Genau dieses Kapitel, das wir vorher hatten, wo stand, dass eben Melchisedek eben den Zehnten von Abraham empfangen. Im Neuen Testament, hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von welchem bezeugt wird, dass er lebt. Dort aber einer, von welchem bezeugt wird, dass er lebt.
wohin gehört der Zent? Er gehört in die Gemeinde, in die lokale Gemeinde, dort, wo du Brot und Wein bekommst. Das ist die Offenbarung des Hohepriesters, dort, wo du gesegnet wirst. Im Maleachi heißt es, im Kornhaus. Bringe den Zehner ganz ins Kornhaus. Kornhaus ist ein Zeichen vom Wort, dort, wo das Wort, dort, wo du ernährt wirst, wo du geweidet wirst, wo du erkannt wirst, also wo man dich kennt, wo für dich gebetet wird, wo du umgeben bist, wo man dir hilft, das ist alles unser Melchisedek, Amen, der kommt mit Brot und Wein und uns segnet. Dort und nicht, das ist nicht richtig, wenn man den einfach verstreut in alle Windesrichtungen. Gib Gaben, gib Opfer, wenn wir Missionsopfer, das ist nicht der Zehnte. Zehnte gehört in die Gemeinde, Missionsopfer, das ist ganz was anderes, es ist ein Opfer. Amen. Das unterscheidet das Wort, diese beiden Dinge. Beim Opfer betet man auch, Herr, zeige mir, wie viel. Oft bekomme ich ganz klar, ich muss dich einmal fragen, einfach ganz klar, ohne dass ich frage, weiß ich, wie viel ich gebe in einem Opfer. Zehnten muss man nicht fragen. Zehnter Teil ist zehnter Teil vom Brutto. So ist das. Nicht vom Netto, vom Brutto. Das ist der Zehnte. Von Gott her gesehen. Von der Ganzen, vom Ganzen der Zehnte. Halleluja. Aber wenn das, was dir bleibt, das Wichtigste ist, dass er, der Hohepriester, Jesus Christus, dich segnet. Absolut, so oder so bist du gesegnet. Aber es ist etwas ganz Großes und darum braucht es eine Offenbarung, dass wir es geben und er es empfängt. Er empfängt es. Weißt du, wenn etwas ganz nah an seinem Herzen ist, sind es die lokalen Gemeinden an Jesu Herz. Weil dort ist, wo das alles geschieht, na, die Gemeinde weltweit, aber die ist nicht so fassbar für uns, obwohl wir wissen, es ist global, aber es ist die lokale Gemeinde, wo sein Herz ist, wo du gesegnet wirst, wo du erlebt, ihn erleben darfst, wo von Jesus gesprochen wird und er das Wichtigste ist. Er, von seinem Namen wird hier gesprochen. Er ist der Wichtigste in unserer Mitte. Amen. Wir wollen niemals eine religiöse Gemeinde werden, niemals eine, wo nur auf Organisation und auf was wir sonst noch machen könnten und alle sind dann überanstrengt, weil wir so viele Programme haben und all das. Da braucht man wirklich eine große Gemeinde, wo man da viel delegieren kann, wo Leute es auf dem Herzen haben. Wie machen jetzt das und wie findest du das und dass man darüber betet, neue Dinge macht und so weiter. Wir sind nicht an dem Punkt, da wir beten für die Zukunft. Aber wichtig ist, dass der Name Jesus, dass wir von ihm sprechen, er ist in unserer Mitte. Das ist eine gute Gemeinde, wenn wir von ihm sprechen, wenn er, sein Name erhoben wird. Nicht eine Person, sondern er allein. Amen. Dann wollen wir zusammen aufstehen und beten, Vater, wir danken dir so von ganzem Herzen für diese Botschaft. Danke, dass du unser Verständnis so bereicherst, dass unsere Offenbarung über dieses Thema wirklich zunimmt. Wir preisen dich, Herr, dass jeder Druck und jedes falsche Verständnis gehen muss, dass du unsere Augen erleuchtet hast, Herr, dass wir voll Freude in die Zukunft blicken dürfen, weil du bist unser Schild und unser sehr großer Lohn. Dafür danken wir, Herr, dass du auch in dieser Zeit, in der wir leben, willst du unsere Finanzen beschützen. Oh, wir preisen dich, Herr, dass wir einfach zu deiner Gemeinde uns zählen dürfen und wir loben und preisen dich von ganzem Herzen.
Ich möchte für die Menschen beten jetzt, die Jesus noch nie als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, vor allem das, was er eben für uns getan hat. Ich möchte einfach für dich beten, wenn du Jesus anerkennen willst, wenn du das, was er getan hat für uns alle, nämlich uns für unsere Sünden sterben, für unsere Krankheiten sterben. Ja, Herr, wenn du jetzt da bist und diese Botschaft hörst und hörst, dass jetzt ein Gebet kommt, wo du dein Leben Gott geben kannst, so wie er seines dir gegeben hat, dann bete du doch einfach mit und nimm den Herrn als deinen Erlöser an. Ja, Vater, wir kommen zu dir und wir sagen einfach, Vater im Himmel, danke für Jesus Christus, deinen Sohn, der für mich am Kreuz sein Leben gegeben hat, der für meine Sünden gestorben ist, der mich befreit hat von den Sünden, von Schuld, von Not, von Krankheit, so dass ich nicht mehr getrennt bin von dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Komm in mein Leben, komm in mein Herz, sei du mein Herr. Ich danke dir, Jesus, dass jetzt ein neues Leben beginnt. Lehre mich, Heiliger Geist. Erfülle mich, Heiliger Geist. Danke, dass auch ich ein Teil sein darf von meiner lokalen Gemeinde. Führe und leite du mich. In Jesu Namen. Amen.